Mahlzeit, ihr Nasen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Und mir ist gerade was aufgefallen. Ich kann was tun. Und zwar kann ich skillen. Skillen ist super. Schlechte Betten, das ist nicht verkehrt. Besseres Ausweichen ist auch nicht doof, das nehme ich mal mit rein. Wir haben aber eigentlich noch eins, was ich erhöhen kann, möchte ich sagen. Jo, bei Stärke können wir noch was reinsetzen. Das ist gut. Bisschen was in Stärke investiert. Gibt es hier noch irgendwen, mit dem ich quatschen kann? Ja, da drüben rennt einer rum. Beste Grüße. Alles Gute. Oh, der hat Waffen. Das ist natürlich praktisch. Ich habe ja gar nichts in der Richtung. Aber so überhaupt nicht. Hauen wir mal so raus. Gucken, ob wir da irgendwas reißen können. Ich bezweifle, dass ich jetzt eine sonderlich gute Waffe haben werde. Aber irgendwie was ich sehen. Ollen Säbel oder irgendwas in der Richtung, weil mit dem Schwert von Herrn Ratzig dürfen wir nicht kämpfen oder können wir nicht kämpfen. Ein paar Kräuter lasse ich immer noch gerne im Gepäck. Mal sehen, was bei rumkommt. Falschen. Jetzt habe ich getrarnt. Jetzt habe ich richtig getrarnt. Warum nicht? Mal sehen, ob ich da ein bisschen Geld rausholen kann. Weil du es bist. Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Treffen wir uns in der Mitte. Ja, das sollte passen. Gut. Jetzt möchte ich aber gucken, wie gesagt, ob ich bei ihm wenigstens noch irgendwie eine kleine Waffe oder sowas bekommen kann. So also ganz ohne möchte ich hier nicht rumrennen. Was soll das Ding kosten? 10? Wie viel Kohle habe ich denn? Na, keine 60. Die Achse ist ein bisschen besser. Keule so schlecht auch nicht. Gucken, was er sonst noch so hat. Holzfäller-Axt. Ein Knüppel. Der ist gar nicht mal schlecht. Scherbe, okay. Kann ich mir bloß nicht leisten. Zimmermanns Axt. Die ist mir zu teuer. Der Knüppel ist doch mal einfach mal ein guter Anfang, würde ich einfach mal sagen. Ja. Rüstung und sowas, da kriegen wir eigentlich. Da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Und ansonsten. Ah, das kann ich mir nie leisten. Das ist noch zu teuer. Weiß nicht, ob wir welche finden im Dorf. Nehmen wir halt auch mal mit. Wir feilschen wieder eine Runde. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Gucken wir mal. Wie wär's damit?
Nun, etwas mehr und der Handel steht. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Und noch ein bisschen was gespart, das ist prima. Und jetzt gehen wir mal an die Ausrüstung hier. Kann ich eigentlich Waffe ziehen? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, wir haben eine Quest verkackt. Oh Gott, hat das Wetter umgeschwenkt. Ich kann die Waffe auch ziehen. Müssen wir tatsächlich in die Steuerung nochmal gucken. Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Hier gibt es viel Zeug einzusammeln. Unschöner Anblick. Das ist nicht der Ladebildschirm, sondern was vorher war. Ist jetzt ein bisschen unethisch, aber alle gehen gar nicht, okay. Ich brauche halt das Zeug. Haben sie hier zwar auf den Totenacker geschmissen, die Leute, aber einfach bloß liegen lassen bzw. verbrannt. Kann ich da eigentlich rein? Nee. Später geht das, glaube ich, sogar. Gott, was für ein Chaos. Ein Verband ist gut. Fackel ist auch nicht doof. Okay, lassen wir das hier mal pietätlos genug. Ich kann so ein bisschen rennen. Wer ist da? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Warum kann ich die Waffe nicht ziehen? Hallo? Alter! Ich kann gerade nichts machen, ne? Ich krieg gerade die Waffe nicht gezogen. Und das ist Kacke. Moment, ich muss echt mal kurz gucken. Lustig. Ach, wir werden nur verdroschen hier gerade. Das ist ungeil.
Ich habe jetzt alle Knöpfe schon durch. Wie kann ich noch mal die Waffe ziehen? Mann, ey, wir werden ja echt übelst verdroschen. Das ist nämlich dagegen. Herrgott! Wieso kriege ich gerade die Waffe nicht gezogen? Komm schon. Natürlich höllisch weh, was wir hier machen. Ja. Mann. Wieso nimmt der die Waffe nicht in die Hand? Das kann ich jetzt alles nicht benutzen. So, wir werden gleich sterben. Vielleicht sehe ich nichts. Was? Wir verbluten jetzt schon. Okay. Ey, ich krieg's gerade echt nicht hin. Mit der Waffe ziehen. Und ich verstehe es nicht. Ich raff es echt nicht. Mein Gott. Ich versuch's jetzt nochmal außerhalb des Kampfs. Irgendwie muss es doch gehen. Das war's nicht. Aber da war eben die Waffe kurz zu sehen. Jetzt haben wir sie. Jetzt kriegt er auf den Kopf, ist mir egal. Der Plünderer, ich hoffe, der ist noch da. Was ist das? Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Na komm. Ich schlachte dich ab. Schöner Treffer. Der saß auch. Aua. Von seiner Seite aus saß das jetzt aber auch. Das wird eine Freude. Kampfsystem muss ich erst wieder ein bisschen reinfinden. So. Den Hammer. Wir nehmen natürlich alles. Wir haben natürlich auch das Schwert haben, deswegen kurz auf die Seite. Ein Sachs. Das gilt als Schwert sogar. Okay. Das sieht aus, als ob er sich das selbst in den Wanst rammt. Gut. Wir haben es irgendwie überstanden.
Das Lederwams drüber, das Gambesonken drüber. Ist alles ein bisschen dreckert. Jemand, der uns sieht, der wird jetzt sofort wissen, dass wir uns damit einen Kampf geliefert haben. Mit der Ausrüstung. Geht leider nicht. Wir müssen weiter. Oh Gott. Ein Stall zu sehen. Froh, dass ich das jetzt raus habe. Hat zwar ein Leben gekostet, aber jetzt weiß ich, wie es mit dem Schwertziehen und mit dem Kämpfen wieder einigermaßen abläuft. Ach, da hinten sehen wir die Rauchwolken schon über Skarlitz. Schwelt noch so ein wenig nach. Ich muss bei den Sachen mit dem Kreuz, also nicht mit dem Kreuz, sondern die mit dem Kreuz ausgestattet sind, muss ich aufpassen. Es kann sein, dass das schon verdorben ist oder so. Ich schau mal kurz nach. Ich hau die wirklich mal raus. Es kann irgendwie sonst sein, dass wir uns eine Krankheit zuziehen oder sowas. Es will mir nicht gefallen, dass da ein Kreuz dran ist. Gütiger Gott, das ist der Köhler. Ja, der Geflüster, war es Heinrich oder... Man muss ein bisschen aufpassen, es kann immer sein, dass hier auch Banditen irgendwie mal aus dem Dickicht einfach rausspringen. Ohne Worte. Was haben diese armen Seelen ihnen denn getan? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den Verband überhaupt benutzen kann. Mir leid, dass ich da so an die Sache rangehe und hier am Plündern bin die ganze Zeit. Was ist hier los? Wer ist da? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Das lief ja mehr als gut. Wir haben natürlich die Axt mit. Dem plündern wir auch. Ich werde mir das gleich anziehen, die Sachen, die er da mit hatte.
edle Schuhe. Okay. Wo er die her hat, keine Ahnung. Die sind nur ein bisschen besser beieinander. Handschuhe haben wir, glaube ich, gar keine an der Zeit. Also, warum nicht? Des Wams ist besser beieinander. Der Google ist nicht schlecht. Ellbogenschoner. Ja. Zu langsam wird's. Ich weiß nicht, ob der Hof hier noch irgendwie Relevanz hatte. Rein können wir dazu ein bisschen nicht, okay. Oh, ich bin überladen, Leute. Das heißt, wir essen mal ein bisschen. Ich bin gescheit überladen. Und ich hau mal ein paar Sachen weg, die schwer sind. Obwohl, die Hose ist gut beieinander. Die lassen wir natürlich dann. Gucken. Ich glaube, die Axt ist noch ein bisschen mehr instand als wie das Sachs. Sachs hat kaum noch Haltbarkeit, deswegen ist da das Kreuz. Aha. Dann hau ich das doch mal raus. Alten Stiefel auch, das wiegt halt alles furchtbar viel. Jetzt haben wir wieder Platz. Haben wir unseren Apfel? Nein. Oh, da war irgendwas vergiftet. Super. So muss das sein. Klasse. Mal gucken. Wir haben noch irgendwo einen Trank hier mit bei. Ich hau mir den mal ein. Wir sind noch am unteren Teil von Skihalitz. Was das hier Piste in dem Spiel, ne? Jetzt mal ernsthaft. Jetzt geht's hoch in die eigentliche Stadt. Ah, da kommen wir sie rein. Wir müssen noch einen anderen Weg finden. Ah, der Vergiftungseffekt ist weg. Wenigstens was? Hallo, rüber da, danke. Das ist der Plunder, den wir haben liegen lassen. Schauen wir mal, dass wir irgendwie reinkommen. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Unsere Ausdauer regeneriert sich gerade nicht. Aber Heinrich hat ja auch nicht wirklich geschlafen bis jetzt. Komm ich da hin? Ich guck mal für euch kurz auf die Karte. Also es hat auch einen Hintereingang, so ist es nicht, okay. Da muss man aber noch ein Stückchen laufen. Aber der Weg
in die andere Richtung ist kürzer mit den mehreren Eingängen. Sonst laufe ich wirklich einmal ewig um die Bucht rum. Hier sehr viel Zeit verschwendet schon in dem Let's Play, muss ich auch sagen. Versuch hier mal, wer fällt ein, aber das will nicht, scheiße. Kommt man nicht durch. Da war der eine oder andere Apfel aber zumindest schon mal schlecht. Muss man echt aufpassen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man sie auch schneller bewegen kann. Irgendwo muss es doch reingehen. Ich glaube, hier gibt es nur den einen oder anderen Wegelagerer oder Deserteur oder sowas. Das heißt, ich kann eigentlich gleich mitgezogene Waffe hier rennen. Ich meine. Ja, Nester können wir vom Baum schießen. Bringt jetzt bloß am Anfang noch nicht so viel. Wir haben keinen Bogen. Also macht das eher sinnlos. Mal sehen, ob der auch gleich pisst ist, wenn die ankommen hier. Da kniet doch schon wieder einer. Hey, wer ist da? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Nee, du. Das wird mir... Gut. Also unsere Axt ist anzusehen, dass die schon was hinter sich hat. Der Gambeson kann weg, der macht überhaupt nichts mehr an Schutz. Die Linsensuppe ist auch schon hin. So, haben wir irgendwo was bekommen? Wir gehen zumindest bei der Axt hoch. Beim Streitkolben gehen wir hoch. Ach ja, klar, wir haben ja mit dem Knüppel gekämpft, da fällt das drunter. Irgendwo kann ich einen Wert erhöhen, aber wo? Ach, bei Stärke, ich bin auch blöd. So. Sehr gut. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Aber was wir sonst noch brauchen, ist tatsächlich, dass wir ins Dorf kommen. Aber das machen wir dann im nächsten Part, wenn es denn wieder heißt Kingdom Come Deliverance, Leute. Haut rein. Ciao.